So, moin, da draußen an den televisionären Endgeräten. Wir schreiten jetzt zur meinungsverstärkten Kaltverformung. Und wie immer geht nichts ohne Schaffell. In diesem Haus geht gar nichts ohne Schaffell. So, einstellen hier. Ja, wir improvisieren. Gut, kann man das so sehen? Okay. Hab mich dafür entschieden oder dazu entschieden. Kam mir auch der Vorschlag, Seitenständer ausbauen, in Schraubstock und biegen. Ja, wäre auch meine eigentliche Präferenz gewesen, aber das Biegen wird genauso schwierig sein wie das impulsbehaftete Kaltverformen hier oder Impuls ausgelöste durch den Hammerschlag. Weil das ist hier hochgebogen und das, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, es ist beides gleich effizient oder nicht effizient. Und wir versuchen jetzt mal mit der Klopfmethode. Hoffentlich fällt mir die Karre nicht auf den Kopf. Wir probieren einfach, komm, hau rein. Hau drauf und Schluss. So, ich halte mal irgendwie die Kiste hier ein bisschen fest. Das ging ja einfacher als gedacht. Und schon ist das Ding platt. Ha, guck da. Platt. Wie ein Plattfisch. Super. Mensch, da kann ich ja jetzt meinen breiten Fuß dran bauen. Astrein. So, das machen wir jetzt gleich. Muss ich aber erstmal holen und auspacken und fertig machen. Sehen wir weiter. So, Stunden später. Da ist ein bisschen Lack abgeplatzt. Dann machen wir ein bisschen Bremsenreinigerdusche. Das Ganze zu entfetten. Dann geben wir ein bisschen Felgensilber. Nur für das gute Gewissen. Wie geht das hier? Machen wir das Ganze ein bisschen schön. Geht doch. So. Jetzt versuchen wir unser Glück. Auch wenn das nicht passen sollte, es ist gerade schon mal besser als schief oder bananenförmig. Da kann noch was. Da geht noch was. Ja. Du fällst mir nicht um jetzt. Ja, gut. Gut. Ja. Ich hoffe, die Schrauben sind noch lang genug. Schraubensicherungsmittel. So.
Sieht man, was ich tue? Erstmal locker. Nächste. Also 100% passt das nicht. Na? Bist du zu kurz? Weiß ich nicht. Mal gucken gleich. Machen wir die dritte noch. Versuchen. Wir versuchen es. Ja, die packt. Aber die hier noch nicht. Die will noch nicht so recht. Wir ziehen die mal ein bisschen fester hier. Entlasten das Ganze mal. Die Löcher passen nicht genau aufeinander. Nicht gut. Jetzt sollte es aber passen. So, jetzt packt die auch. Jetzt ziehen wir die an. Die zuerst. Ja, ich weiß, es gibt besseres Werkzeug, habe ich auch, aber ich nehme jetzt das hier. So, die ist fest. Gut. Gut, gut. Ach, da ist noch ein bisschen Farbe. Bremsenreiniger. Super. So.
Nochmal nachziehen. Probieren. Bei der Tausender habe ich das Ding ja verloren. Alles gut. So, gut. So, hier das vorläufige amtliche Endergebnis. Scheint gelungen zu sein, die Operation. Ich sag mal tschüss. Danke für die Tipps in den Kommentaren zum letzten Video, wo ich das hier vorbereitet hatte. Tschüss.